von euch, was sie braucht? Ja, wir haben alles, Emily. Danke, dass du fragst. Es sieht gut aus. Dann lasst uns essen. Was ist das denn? Oh, die Proben der Bärchenmarschkapelle haben wohl angefangen. Nein, die sind erst in einem Monat. Wir müssen mal nachsehen. Was kann das nur sein? Ich bin gespannt, was das ist. Na, sowas. Wir wollen verkünden. Entschuldige bitte. Nein, entschuldige mich. Du kannst ruhig anfangen. Nein, du zuerst. Nein, du zuerst. Nein, du willst zuerst. Ich bestehe dich. Ich bin gespannt, wie lange das noch so geht. Wir können es doch einfach gleichzeitig sagen. Das ist eine wundervolle Idee, Sarah Käfer. Wir eröffnen einen neuen Club. Und wir möchten, dass ihr eintretet. Ein Club? Geführt von Sarah Käfer und Clara Käfer? Aber sie können nicht aufhören zu diskutieren. Das kann doch da nicht wirklich Spaß machen. Es sei denn, es ist ein Debattierclub. Tada! Unser Club der guten Einwohner! Seht ihr? Wir haben sogar Anstecknadeln für alle unsere Clubmitglieder. Ein Club der guten Einwohner? Wirklich? Sie scheinen sich ausnahmsweise zu vertragen. Vielleicht fangen sie noch mal von vorne an. Vielleicht ein neues Buch? Entschuldigt bitte, aber was macht ein Club der guten Einwohner eigentlich? Und was versteht ihr genau unter Einwohner? Mitglieder einer Gemeinde. Also ist ein guter Einwohner? Ein nettes und sehr hilfsbereites Mitglied unserer Gemeinde. Ja. Genau, gute Einwohner machen... wirklich nette Sachen für die Gemeinschaft. Bärchensuppe vorbeibringen, wenn sie krank sind. Bedürftigen unsere alte Kleidung schenken. Oder ein Bitzi-Bärchenhaus in Ordnung halten. Genau. Und wenn ihr etwas ganz besonders Gutes für die Gemeinschaft macht, bekommt ihr einen Mitgliedsanstecker. Toll, oder? Ein Mitgliedsanstecker. Und wir haben sogar ein richtig gutes Motto. Oh, wie lautet es? Mit Freude anderen Gutes tun. Toll. Also, wann fangen wir an? Sollen wir unsere Gemeinde gleich mit unseren guten Taten erfreuen? So ist es! Versucht einfach, den anderen so viel Gutes zu tun, wie ihr könnt, bevor sich der Club der guten Einwohner morgen Abend das allererste Mal in unserem wunderschönen Clubhaus trifft. Und dann können wir uns alle gegenseitig von unseren guten Taten erzählen. Und können wir uns auch neue ausdenken? Aber natürlich! Klar doch! Wieso nicht? Warte! Wir haben hier noch Eilzustellungen! Super duper wichtige Erinnerung an das erste Treffen des Clubs der guten Einwohner. Entschuldige, mein Fehler. Nein, ich war schuld. Nein, ich. Du musst dafür sorgen, dass jeder Einzelne bis morgen ausgeliefert wird. Treffen heute Abend gern etwas zu essen mitbringen. Hast du was zu knabbern hier? Hi, Pflaumeli. Na klar, ich hol's dir. Wow, Orangella. Wie schön. Das ist er, oder? Mein Club der guten Einwohner-Mitgliedsanstecker. Er kam mit der Post. Wo ist denn deiner? Ich hab noch nicht nach meiner Post gesehen. Hey, Pflaumeli, was hältst du davon? Ich habe ein neues Outfit entworfen, damit es zu meinem Club der guten Einwohner-Mitgliedsanstecker passt. Wow, das ist eine bärig kreative Idee, Himbeertörtchen. Es gefällt mir. Schönes Outfit, Himbeertörtchen. Oh, wow, du siehst toll aus. Ja, ganz fantastisch. Ich muss jetzt zu meinem Briefkasten. Ich will auch meinen Anstecker sehen. Ich habe keinen bekommen. Wieso habe ich keinen bekommen? Ich kann doch heute Abend nicht zu diesem Treffen gehen ohne einen Mitgliedsanstecker. Ich verstehe das nicht. Naja, ich muss einfach die Zwillinge fragen, was passiert ist. Vielleicht ist sie unterwegs, um selbst etwas Gutes zu tun. Aber ich bin sicher, sie würde gern mit uns kommen. Es macht viel mehr Spaß, zusammen Gutes zu tun. Wir können ihr ja eine Nachricht hinterlassen. Wir schreiben, dass wir beim Bärchenhain sind, um den Bärchen dabei zu helfen, einen neuen Graben für den Fluss auszuheben, damit er um den Hain herumläuft, anstatt einfach quer durch. Bärig gute Idee. Hierüber! Nein, hierüber! Nein, hier sieht es besser aus. Nein, hier gut, ich habe sie gefunden. Nein, hier sieht es besser aus. Nein, hier! Nein, hier!
genau in die Mitte? Entschuldigt bitte, aber die anderen haben ihre Mitgliedsanstecker bekommen. Und ich frage mich, was ich tun muss, damit ich meinen kriege. Gibt es vielleicht einen Attest, den ich machen muss, um zu zeigen, dass ich anderen Gutes tun kann? Flymelly, würdest du uns vielleicht für einen Moment allein lassen, damit wir zwei als Clubvorsitzende eine Konferenz halten können? Ja, natürlich. Ich warte draußen und bin bereit für meinen Test. Du hast dir den Anstecker nicht geschickt? Hab ich doch. Du musst es vergessen haben. Du vergisst doch immer irgendwas. Nein, doch. Wir dürfen sie nicht als Mitglied unseres Clubs verlieren. Ich schätze, wir geben ihr lieber einen Test, so wie sie es will. Richtig. Aber wir haben keinen Club der guten Einwohner-Test für sie. Naja, sie will doch nur beweisen, dass sie anderen Gutes tun kann, oder? Aha. Flymelly! Ich werde euch zeigen, dass ich eine gute Einwohnerin bin. Bist du dir absolut sicher, dass du im Club der guten Einwohner sein möchtest? Ja. Ich kann dich nicht hören. Ja. Ich kann dich immer noch nicht hören. Ja. Wir testen jetzt, ob du in der Lage bist, eine gute Einwohnerin zu sein. Egal, was ich machen muss, ich gebe mein bärig Bestes. Ja. Also, der erste Test sieht so aus, dass du das Clubhaus von innen und außen streichen wirst, damit es schön aussieht, wenn sich der Club der guten Einwohner zum ersten Mal hier trifft. Von innen und außen? Ist das für dich zu schwer? Du könntest stattdessen auch... Das ist absolut nicht zu schwer für mich. Ich gebe gern mein Bestes, um den Club der guten Einwohner für alle Mitglieder fabelhaft aussehen zu lassen. Oh, nein. Fang auf der anderen Seite an. Hier stehst du mir voll in der Sonne. Ich weiß ja nicht. Ich finde, Blau passt nicht zu meinen Augen. Könntest du einen helleren Ton nehmen? Was für einen? Los, gib mir mal den Farbpinsel. Das sieht doch toll aus. Das sieht aus wie ein Hase. Es sieht aus wie eine Blume. Sieht es nicht. Sieht es doch. Sieht es nicht. Sieht es doch. Sieht es nicht. Fertig. Seid ihr sicher? Willst du es nochmal streichen? Findest du es nicht gut? Nein, es sieht ganz toll aus, wirklich. Wir sollten auf die Meinung der anderen Mitglieder warten, bevor wir irgendetwas ändern. Also war's das? Kriege ich jetzt meinen Anstecker? Naja, du hast den ersten Test bestanden. Ich gratuliere dir. Den ersten Test? Wie viele gibt es denn? Es gibt drei. Es gibt drei. Es sind immer drei Tests. Ja, richtig. Oh. Ich frage mich, wo Flymelly ist. Ja, sie verpasst den ganzen Matsch. Es tut mir leid, aber ich muss einfach fragen. Was genau hat das damit zu tun, eine gute Einwohnerin zu sein? Naja, dieses ganze Streichen hat mich echt hungrig gemacht. Und mich hat das ganze Streichen sehr durstig gemacht. Und offensichtlich brauchen wir etwas zu essen und Getränke für das Treffen heute Abend, richtig? Ja. Ich wollte sowieso was zum Knabbern mitbringen. Das ist alles? Was zum Knabbern wird uns aber auf keinen Fall reichen. Du darfst die Getränke nicht vergessen. Und wir müssen das Essen und die Getränke natürlich vorher erst probieren. Wieso bin ich eine gute Einwohnerin, wenn ich euch das Essen probieren lasse? Wir müssen doch sicher gehen, dass alles gut ist. Nur für die anderen natürlich. Und das ist wirklich so? Absolut sicher. Mit Freude anderen Gutes tun. Okay. Ich kann Erdnussbutter- und Glimmerbeeren-Sandwich-Überraschungen machen. Bonnie und Citronella werden die mögen. Und Kiwi-Smoothies. Liebe Pfläumeli, falls du uns suchst, wir sind drüben beim Bärchenhain und helfen den Bärchen bei dem neuen Graben für den Fluss. Oh nein! Die anderen Mädels vollbringen schon gute Taten für die Gemeinschaft. Ich hinke so hinterher. Ich muss mich beeilen. Jetzt nicht mehr im Weg. Wow, ihr habt unserem Bärchenhain wirklich geholfen. Schade, dass Flymelly das verpasst hat.
wenig hiervon, ein wenig davon und ein bisschen mehr von dem. Fleumeli, bist du zu Hause? Unsere Nachricht ist weg, also muss sie sie bekommen haben. Ich frage mich, was sie den ganzen Tag macht. Ist doch seltsam. Ich weiß was, wir hinterlassen ihr noch eine Nachricht. Schade, dass wir dich beim Bärchenhain nicht gesehen haben. Du bist sicher bärig damit beschäftigt, eine gute Einwohnerin zu sein. Wir sehen uns beim Treffen. Grüße, wir. Das nennst du was zu essen? Wie wäre es denn damit? Aber das Essen ist doch nicht nur für euch. Ich dachte, hierbei geht es auch um die anderen Clubmitglieder. Naja, okay, du hast recht. Es wird jetzt Zeit für Test Nummer 3. Nummer 3? Du bist nur noch einen Test entfernt von deinem Mitgliedsanstecker. Tja, okay. Aber das ist dann wirklich der letzte. Wir brauchen nur noch einen kleinen Moment für eine weitere Clubvorsitzendenkonferenz. Im Gemeinschaftsgarten Blumen zu pflanzen, ist genau die richtige Aufgabe für den Club der guten Einwohner. Und ich habe hier alles, was wir dafür brauchen. Ich habe schon mal einen Entwurf gemacht, wie wir sie anordnen können. Das wird ganz fantastisch. Fleumeli würde das auch gefallen. Sie liebt es, Blumen zu pflanzen. Ich wüsste zu gerne, wo sie den ganzen Tag war. Das erste Clubtreffen beginnt doch gleich. Sie wird das erste Treffen auf keinen Fall verpassen. Sie kam heute Morgen bei mir vorbei und hat für uns alle was zu knabbern geholt. Das ist wirklich sehr nett von ihr. Ich finde, wir sollten sie abholen gehen. Also, habt ihr euch entschieden? Wie sieht mein letzter Test aus? Ach, dieser Raum hier könnte ein wenig Farbe vertragen. Aber ich hab ihn schon gestrichen. Bunt, so wie ihr es wolltet. Was sie meint ist Farbe mit einem schönen Duft. Also, schneide ein paar Blumen im Gemeinschaftsgarten ab und schmücke damit das Clubhaus. Wie wäre es, wenn ich im Wald ein paar Blumen pflücke? Die Blumen im Gemeinschaftsgarten sind aber die schönsten von allen. Man darf die Blumen, die im Gemeinschaftsgarten wachsen, nicht pflücken. Sie wurden dort gepflanzt, damit sie alle genießen können. Und nicht, damit man sie mit nach Hause nimmt. Ich werde ein paar von der Wiese pflücken. Mir gefallen aber die im Gemeinschaftsgarten am besten. Es geht hier aber nicht darum, was einem selbst gefällt. Versteht ihr das nicht? Wenn sich jeder von uns einfach diese Blumen mit nach Hause nehmen würde, gäbe es irgendwann keine mehr. Und keiner hätte dann noch die Möglichkeit, die Blumen zu genießen. Ach, wir könnten sie genießen. Wir dachten, du wolltest anderen Gutes tun. Wir sind die anderen. Und vorhin wolltest du noch unbedingt eine genauso gute Einwohnerin sein wie alle anderen in unserem Club. Also, wirst du uns diese Blumen nun besorgen? Nein. Wenn du jetzt Nein sagst, verstößt du gegen eine wichtige Grundregel des Clubs der guten Einwohner. Hast du verstanden? Dann kann ich eben eurem Club nicht beitreten. Du kannst unserem Club nicht beitreten? Aber du kannst doch nicht einfach gehen. Du bist sicher bärig damit beschäftigt, eine gute Einwohnerin zu sein. Zurück, Fleumeli. Wir haben dich vermisst. Es ist schön, dich wiederzusehen. Wo warst du den ganzen Tag, du gute Einwohnerin? Du hast uns sicher richtig viel Gutes getan. Oh je, habe ich vielleicht was Falsches gesagt? Also, irgendetwas scheint sie zu bedrücken, Fleumeli. Was ist los, Fleumeli? Erzähl es uns. Wir sind doch deine Freunde. Ich bin keine gute Einwohnerin. Was? Aber Fleumeli, du bist eine der bärig besten Einwohnerinnen, die ich kenne. Ich habe die Tests nicht bestanden, die ihr bestanden habt. Also darf ich nicht in den Club. Tests? Was für Tests? Ich habe keine Tests gemacht. Ich habe auch keine gemacht. Du etwa? Keinen einzigen. Ich glaube, das hat keiner. Wovon redest du da, Fleumeli? Die Zwillinge haben euch keine Tests machen lassen? Wieso habt ihr dann alle Mitgliedsanstecker gekriegt und ich nicht? Kam deiner nicht mit der Post? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber wir sollten mit den Zwillingen dringend ein Gespräch unter guten Einwohnern führen. Diese hier? Nein, diese hier! Das nennst du eine Blume? Also das hier ist wirklich eine. Als ob du Ahnung davon hast.
davon hätte. Willst du sagen, ich bin zu doof dafür? Ich will sagen, dass du nicht mal eine richtige Blume erkennst, wenn man dich darauf stoßen würde. Entschuldigt bitte. Ihr seid früh dran für das Treffen, oder? Wir wollen rausfinden, wieso Pfleumeli einen Test für gute Einwohner machen musste und sonst keine von uns. Entschuldigt. Wir können euch auch Tests geben, wenn ihr das unbedingt wollt. Ich verstehe nicht, wieso überhaupt eine von uns Tests machen sollte. Vor allem Pfleumeli. Sie ist immer eine gute Einwohnerin. Wolltet ihr etwa gerade Blumen aus dem Gemeinschaftsgarten abschneiden? Ja, eigentlich schon, weil Pfleumeli es nicht tun wollte. Also machen wir es. Pfleumeli wollte nicht? Nein! Und das war ihr letzter Test. Aber sie hat Nein gesagt. Ist das zu fassen? Entschuldigt bitte. Wieso habe ich keinen Mitgliedsanstecker bekommen, aber alle anderen schon? Wir wissen nicht, wieso du deinen nie erhalten hast. Wir haben ihn mit den anderen Ansteckern rausgeschickt. Aber was ist mit den Tests? Auf die Idee, mit diesen Tests hast du uns irgendwie erst gebracht. Ich? Naja, dir schien das mit den Tests sehr wichtig zu sein, also... Weil ich dachte, alle hätten welche gemacht. Ihr zwei habt nicht die leiseste Ahnung, was einen guten Einwohner ausmacht, oder? Wieso habt ihr diesen Club dann eigentlich gegründet? Naja, damit wir in einem Club sein können. Und damit wir wirklich beliebt sind. Die Anführer sind die großen Bosse des Clubs. Und wollte vorher noch nie einen in irgendeinem Club haben. Ich schätze, wir wissen jetzt, wieso wir keine sehr guten Einwohner sind. Sarah Käfer? Oh, Clara Käfer. Ich finde, dass eure Idee mit dem Club der guten Einwohner eine tolle Idee ist. Ach ja? Aber ihr haltet euch leider überhaupt nicht an euer eigenes Clubmotto. Mit Freude anderen Gutes tun. Ihr müsst diejenigen sein, die anderen Gutes tun und nicht diejenigen, denen man Gutes tut. Es tut uns sehr leid, dass wir uns nicht wie gute Einwohner verhalten haben. Und wir versprechen, dass wir es von jetzt an besser machen werden. Emily, wirst du bitte für uns die Clubvorsitzende? Ich bin froh, dass ihr eure Lektion gelernt habt, aber... ich kenne da eine, die uns schon längst bewiesen hat, dass sie die perfekte Clubvorsitzende wäre. Aus dem Gemeinschaftsgarten Blumen abzuschneiden, um sie für sich selbst zu nehmen, macht man als guter Einwohner nicht. Nein zu etwas zu sagen, von dem man weiß, dass es nicht gut für die Gemeinde wäre, ist sehr mutig und zeigt, dass du eine gute Einwohnerin bist, Pfleumeli. Ehrlich? Ja! Naja, wenn das so ist, sollten wir jetzt mal mit dem ersten Treffen des Clubs der guten Einwohner anfangen. Die Vorsitzende nimmt die Meldung zur Kenntnis und erteilt Bonnie das Wort. Ich schlage vor, dass wir unser allererstes Treffen beim Zelten abhalten. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Also, ich möchte, dass wir jetzt über Emilys Idee abstimmen, dass der Club etwas Gutes für die ganze Gemeinde tut, indem wir mehr Blumen in den Gemeinschaftsgarten pflanzen. Und danach können wir vielleicht den Pavillon unserer Stadt verschönern. Wir können auch kleine Schals für die Bärchen stricken, damit sie es im Winter warm haben. Die Schals müssen natürlich gut aussehen. Und wir können, wir können was essen. Wir können auch selber was zu essen machen. Für die Bärchen auf der Bärchenfarm. Ja, weil sie doch immer alle so fleißig arbeiten. Das sind alles tolle Ideen, die unser Club umsetzen kann. Kommen wir nun zur Abstimmung. Wer ist dafür? Ich! Die Ichs haben gewonnen! Oh. Ja! Und jetzt erkläre ich offiziell, dass wir am Ende unseres ersten Treffens des Clubs der guten Einwohner auf jeden Fall ein Lied singen sollten. Hört mal alle her, ich hab was zu sagen. Nehmt eure Träume ernst, um die es sich dreht. Bekämpft die Ängste, nicht alles muss perfekt sein. Woran du glaubst, ist das, worum es geht. Sei offen, interessiert, stell 100.000 Fragen. Sei so wirklich gut, wie du kannst, ja. Stell dir nur vor, es gibt so viele Möglichkeiten. Lass uns Geschichte schreiben. Sag es laut, sprich es aus. Point.
Moin. Vielen Dank, dass du mir diesen Pogo-Stick besorgt hast. Das war eine tolle Idee. Sieh nur, was ich damit alles kann. Oh, zum Hüpfen ist recht. Doch wirklich nicht schlecht. Oh nein, es macht Spaß. Und das eingebaute Hüpfometer ist super. Maria Käfer, ist bei euch in der Post vielleicht ein Paket angekommen für Herrn Bärchen? Eines von diesen muss es sein. Oh, pass auf! Ja. Und, glaubst du, das ist das Reisemagazin, auf das du gewartet hast? Oh, weißt du, mal sehen. Du musst ja so aufgeregt sein. Endlich kannst du in den Urlaub fahren. Nun ja, eigentlich werde ich nicht fahren. Du fährst nicht? Ich habe beschlossen, dass es mir wichtiger ist, dieses ganz besondere Beerensaatgut zu kaufen. Also kann ich mir momentan einen Urlaub einfach nicht leisten. Diese neuen Beerenpflanzen sind ganz wichtig für die Bärchenfarm und alle anderen in Bitzi-Bärchenhausen. Oh... Aber Herr Bärchen, du hast doch schon letztes Jahr auf deinen Urlaub verzichtet, weil du meine kranken Petunien gepflegt hast. Und vorletztes Jahr, um uns bei der Bärenernte zu unterstützen. Oh. Vielleicht nächstes Jahr, aber jetzt sollte ich die Samen wohl besser einpflanzen. Warte doch! Willst du dir das Bitzi-Bärchen-Weltreisemagazin nicht wenigstens angucken? Oh, das werde ich tun, wenn ich endlich wirklich einen Urlaub plane. Der Arme arbeitet definitiv zu hart. Das ist gar nicht gut für ein Bärchen. Hi, Orangella. Herr Bärchen ist mir gerade entgegengekommen und er schien nicht wirklich glücklich zu sein. Fantastisch! Nein, irgendwie nicht. Er wirkte eher, traurig. Nein, ich meinte das hier. Das Reisemagazin richtet einen Wettkampf aus. Derjenige, der einen Bitzi-Bärchen-Weltrekord bricht, gewinnt eine Reise seiner Träume. Das würde Herrn Bärchen aufmuntern. Eine Traumreise. Und ich habe schon eine Idee, wie wir das schaffen. Das ist eine bärig gute Idee. Nur gut? Oh, die ist großartig. Herr Bärchen hat einen Urlaub wirklich verdient. Aber dafür einen Weltrekord brechen? Was könnten wir denn Weltrekordmäßiges machen? Tja... Worin sind wir gut? Du bist eine exzellente Köchin. Himbeertörtchen ist die beste Modedesignerin. Und Pfläumeli, du bist eine erstklassige Tänzerin. Dankeschön. Wir sind alle in vielen Dingen gut. Also, wer von uns sollte versuchen, einen Rekord zu brechen? Wisst ihr, ich habe da noch eine Idee. Wenn wir alle versuchen, einen Rekord zu brechen, jede in einer anderen Disziplin, dann haben wir größere Chancen, dass eine von uns den Wettkampf gewinnt. Ja, das machen wir. Orangella, du kümmerst dich um alles. Oh, okay. Noch nicht hoch genug. Der Bitzi-Bärchen-Weltrekord ist zweimal so hoch wie dieses Soufflé. Tja, dann muss ich wohl weiter probieren. Psst, nichts verraten. Hallo, Herr Rapelius. Guten Tag, Herr Bärchen. Guten Tag, Fräulein Erdbeer. Guten Morgen. Gibt es heute etwas Besonderes? Was? Ja, es gibt Erdbeersoufflé. Oh, das klingt sehr köstlich. Das hätte ich auch gern, bitte. Schon unterwegs. Was ich sagen wollte, Herr Bärchen, ich habe dieses tolle Buch über merkwürdige Krankheiten gelesen. Bizarre Beschwerden und jeder kann sich anstecken. Meine Güte, wie ansteckend sind denn diese ansteckenden Krankheiten? Oh, bärig ansteckend. Die kriegen einen, ohne dass man es merkt. In diesem Kapitel hier geht es um Krackelwackel-Zappelitis. Leute, die das haben, tun merkwürdige, lustig aussehende Dinge, die sie noch nie vorher gemacht haben und die völliger Quatsch sind. Guten Appetit. Wundervoll. Dankeschön. Bonnie, kann ich noch irgendetwas für dich tun, bevor ich essen gehe? Nein, das war alles, Boris Bücherwurm. Dankeschön.
Na gut, dann sehen wir uns nach der Pause. Bis dann, Boris! Hallo, Bitzi-Bärchen Weltreisemagazin? Ich rufe wegen des Wettbewerbs an, dem mit der Reise. Genau. Ich wollte Sie nur davon in Kenntnis setzen, dass es eine ganze Reihe von Weltrekorden gibt, die in Bitzi-Bärchenhausen schon so gut wie gebrochen sind. Aber... Wie viele? Ich würde sagen, ungefähr 6 Rekorde oder so. Oh, ich weiß nicht, welche das sein werden. Aber sie werden überragend sein. Bärig überragend. Sie werden einen offiziellen Preisrichter schicken? Freitag? Perfekt. Danke. Danke vielmals. Wiedersehen. Jetzt ist alles in trockenen Tüchern. Trockene Tücher? Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich schon bereit sind. Bereit? Ich habe in meinem Laden so viele Dosen gestapelt, das reicht für viele Rekorde. Ich bin Profi. Und dieser Preisrichter wird einen Stapel Dosen sehen wie noch nie zuvor. Okay, aber... Aber was? Bitte denk daran, du bist verantwortlich. Was sollen wir denn tun? Oh, da war ich vielleicht etwas voreilig. Tut mir leid, Okay. Ich kümmere mich darum, dass jeder etwas hat, womit er einen Rekord brechen kann. Gute Idee. Und was machen wir jetzt? Wenn ich dir dabei helfe, etwas Passendes für dich zu finden, vielleicht fällt mir dann auch etwas für mich ein. Ups. Ich glaube, höher geht's nicht. Ich kann sie aber nicht draußen stapeln, da werden sie schmutzig. Ich habe eine Idee. Kommst du gut voran, Himbeertörtchen? Naja, ich will das bärig größte Kleid aller Zeiten nähen. Ich habe versucht, das kleinste Kleid zu machen, aber so klein konnte ich gar nicht gucken, um das zu nähen. Sieht doch total toll aus. Mach weiter so. Der Preisrichter kommt dann am Freitag. Oh, was? Das sieht super aus. Entschuldige, Zitronella, ich wollte dich nicht erschrecken. Ach, ist schon okay. Es war sowieso nicht rekordverdächtig. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Sogar Zehennägel super schnell zu lackieren. Und hat das funktioniert? Oh, dann entscheide dich schnell. Du hast noch Zeit bis übermorgen. Dann kommt nämlich der Preisrichter. Oh. Bitte Mörma räuft zu Fell und dolpert Schnut. Der Weltrekord im Überkopflesen wird schon mal nicht gebrochen. Ich kann einfach nicht so lange auf dem Kopf stehen. Tut mir leid. Wenigstens hast du es versucht. Na, macht Spaß? Versuch du mal zu tanzen, während du auf den Händen läufst. Hm? Oh, zeig mal. Ich glaube, ich kann es nicht. Ich übe das jetzt schon seit Stunden. Aber okay, ich mach's. Das ist unglaublich gut. Oh, jetzt ist mir schlecht. Oh, wie schlecht. Oh nein. Erklimmen zu Berg, den versucht Male, viele haben sie. Finden Schatz, den sie könnten, würden erreichen. Gipfel, den nur sie, wenn. Oh, dieses Mal warst du langsamer als vorher. Ich glaube nicht, dass ich beim Rückwärtslesen irgendeinen Rekord brechen kann. Ach, Bonnie, wir sind zwar kleine Personen, aber ich weiß, dass wir große Taten vollbringen können. Okay. Erklimmen zu Berg, den versucht Male, viele haben sie. Finden Schatz, den sie könnten, würden erreichen. Gipfel, den nur sie, wenn. Erklimmen zu Berg, den versucht Male, viele haben sie. Finden Schatz, den sie könnten, würden erreichen. Gipfel, den nur sie, wenn. Oh, oh. Oh je. Was? Oh, meine Haare. Ich habe Probleme mit den Farben. Kann ich dir irgendwie helfen, Herr Bärchen? Ich mache mir Sorgen wegen. Oh, verfaulte Bären. Weswegen machst du dir denn Sorgen? Nun ja, ich meine, das ist Fräulein Zitronella. Findest du nicht? Sie benimmt sich, na ja, seltsam. Nein. Aber... Oh, ach, weißt du, sie liebt es einfach, Sport zu treiben. Oh, wenn es weiter nichts ist, dann... Möchtest du vielleicht ein Meersalzfußbad?
Nein, danke. Ich denke, ich kümmere mich mal lieber um diese Pflanze hier. Na gut, dann bis bald. Ich meine, man sieht sich. Okay, Wiedersehen. Oh, Fußbad, ich bitte dich, Zitronella. Nichts, was ich versuche, scheint gut genug, jedenfalls nicht rekordverdächtig. Außerdem wird Herr Bärchen langsam misstrauisch. Das liegt doch nur daran, dass du deine Rekordversuche draußen und am helllichten Tag geprobt hast. Wo soll ich denn sonst üben? Mein Tanzstudio ist viel zu klein. Mädels, bitte, hört auf, euch zu zanken. Wer hat das gesagt? Sie war's! Wieso müssen wir uns unter diesen Umständen treffen? Weil Herr Bärchen heute Nacht da draußen seine nachtblühenden Jasminpflanzen begutachtet. Ich glaube, mein Riesenkleid ist Blödsinn. Der Preisrichter wird mich auslachen. Hey, Leute, ich vermisse unsere Wir-schaffen-es-Einstellung. Orangella ist die Einzige mit der Wir-schaffen-es-Einstellung. Wir-schaffen-es-Dosen-zu-stapeln-Einstellung. Ha, ha, ha. Ist doch gut, weil die Person, die verantwortlich ist, sollte auch die richtige Einstellung haben. Verantwortung zu haben ist anstrengender, als ich dachte. Kommt schon, Mädels, ich bin mir sicher, euch fällt etwas ein. Nicht für mich. Denkt dran, ihr macht das alles nur für Herrn Bärchen. Hey! Moment! Orangella, dein Dosenstapeln, das bringt mich auf eine Idee. Was für eine? Vielleicht sollten wir unsere Ideen austauschen, statt allein vor uns hinzugrübeln. Vielleicht sollte ich nicht irgendwas kochen, sondern ich könnte doch Früchte stapeln. Der höchste Früchteturm der Bitsi-Bärchen-Welt. Ja, und nachdem du gewonnen hast, essen wir ihn auf. Weißt du was, Emily? Deine Idee, das höchste Soufflé zu machen, bringt mich auch auf eine Idee. Ich könnte die höchste und fluffigste Frisur stylen. Mädels, das ist spitze. Oh, aber was ist mit mir? Ich habe bald keinen Stoff mehr für mein Riesenkleid, das ich nähe. Das ist es. Wie wär's, wenn du das Kleid mit den meisten Nähten machst? In dem Kleid sind inzwischen schon so viele Nähte und niemand in Bitsi-Bärchenhausen kann schneller nähen als du. Oh ja, ja. Dankeschön, Bonnie. Das mache ich. Und weißt du was? Niemand kann schneller vorlesen als du. Wieso versuchst du nicht, den Rekord im Schnellvorlesen zu brechen, statt über Kopf oder rückwärts oder... Naja, du weißt schon. Ich fasse es nicht, dass mir das nicht selber eingefallen ist. Danke, Himbeertörtchen. Seht ihr, Mädels? Ich wusste, dass wir es schaffen, wenn wir uns nur gegenseitig ein bisschen inspirieren. Und was ist mit dir, Pfläumeli? Keine Ahnung. Wie wäre es mit Pirouetten? Oh, die meisten Pirouetten hintereinander. Hey, ja! Mädels, das ist es! Und alle Sorgen sind unbegründet. Rückwärts springen, ja? Ja, und Fräulein Orangella hat ihre Ware genommen und vor der Tür aufgestapelt. Oh, ein klarer Fall der Krackel-Wackel-Zappelitis. Zum Glück haben Sie mich darauf aufmerksam gemacht. Wir sollten keine Zeit verlieren. Oh nein! Aber sind Sie sicher, dass wir einen Doktor einschalten sollten? Ganz sicher. Okay, Zeit nach dem Rechten zu sehen. Heute ist der große Tag. Bist du bereit? Wow, du siehst aus wie das weltgrößte Soufflé. Ist es gut? Nein, das ist großartig. Da ist der Preisrichter. Oh Mann. Hallo, Orangella. Oh, hallo, Boris Bücherwurm. Na, immer auf den Beinen, auf dem Pogo-Stick. Nun ja, ja. Dann lass ich dich mal weiter hüpfen. Bis später. In einer Eiche lebte eine weise Eule. Sie hatte genug von dem Geheule. Sie sprach nicht mehr, hörte nur noch zu. So fand sie endlich ihre Ruhe. In einer Eiche lebte eine weise Eule. Sie hatte genug von dem Geheule. Sie sprach nicht mehr, hörte nur noch zu. So fand sie endlich ihre Ruhe. Oh. Immer noch nicht schnell genug für den Weltrekord. Schneller, schneller! Der Preisrichter ist fast da! In einer Eiche lebte eine weiße Eule. Sie hatte genug von dem Geheule. Ein Glück, dass Sie da sind, Dr. Knuspernuss. Zuerst war es nur Fräulein Fläumeli, aber dann hat es sich anscheinend ausgebreitet. Oh. Hm. Ich persönlich habe so etwas noch nie gesehen. Sie sollten unbedingt Prinzessin Bärchen informieren. Wer weiß, wer sich noch alles damit ansteckt. Oh.
tragisch und so traurig. Was können wir dagegen tun? Ich muss mir die anderen Patienten anschauen. Der Preisrichter ist nur noch ein paar Meter entfernt. Mach's noch fluffiger. Oh. Fräulein Citronella, sind Sie zu Hause? Oh, bin gleich da. Oh nein, Moment. Ich bin mir sicher, ich kann es so fluffig hinkriegen, wie es war. Oder noch fluffiger. Fräulein Citronella, sie muss auch noch zu den anderen Mädchen gehen. Oh, Sie haben ja recht. Das wäre nicht fair. So etwas habe ich noch nie gesehen. Und, wie finden Sie es? Ich finde, du solltest damit aufhören, Fleumeli. Oh Mann, mir wird einfach zu schnell schwindelig. Schwindelgefühl. Aber warten Sie nur, bis Sie Himbeertörtchen sehen. Wir sind schon unterwegs. Nun, mein Kind, ich denke, du solltest dich nicht so überanstrengen. Oh nein, Sie erkennen also auf den ersten Blick, dass es nicht genug Nähte hat? Oh! Okay, aber Ihnen wird bestimmt gefallen, was Emily macht. Ja, ich bin mir sicher, das wird es. Ich befürchte, das geht über meine medizinischen Kenntnisse hinaus. Das ist noch schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Ich muss einen Spezialisten benachrichtigen. Wer weiß, wer sich damit noch alles anstecken wird. Ah! Zu spät. Sie konnten gar nicht nachmessen. Ich werde deine Temperatur messen. So etwas habe ich noch nie gesehen in der ganzen Zeit, seit ich Doktor bin. Doktor? Doktor Hella Knuspernuss. Jetzt streck deine Zunge raus, sag ah, und erzähl mir, wieso du Früchte gestapelt hast. Na, um einen Weltrekord zu brechen und den Wettbewerb zu gewinnen. Sie glaubt, sie befindet sich in einem Wettbewerb. Aber wir sind in einem Wettbewerb. Wir alle. Sind Sie nicht der Preisrichter? Ich bin Ärztin. Herr Oppelius hat mich angerufen, damit ich euch helfen kann, weil ihr krank seid. Aber wir sind nicht krank. Bitte, Sie können Ihr merkwürdiges Verhalten nicht bestreiten. Hüpfen und drehen und Dosen stapeln und ratschlagen. Wir und wollten Orangella dabei helfen, eine Reise für dich zu gewinnen. Eine Reise? Für mich? Wenn wir einen Bitzibärchen-Weltrekord brechen, gewinnen wir beim Reisemagazin eine Urlaubsreise. Und die wollten wir dir schenken. Oh, oh je, das ist zauberhaft. Ich kann es nicht glauben. Aber wir haben versagt. Nein, wir haben nicht versagt. Orangella, du hast Verantwortung übernommen und uns alle motiviert, über uns hinauszuwachsen. Höher, schneller, weiter, als wir uns jemals hätten vorstellen können. Auch wenn keine von uns einen Weltrekord gebrochen hat. Oh, aber eine von euch hat tatsächlich einen Weltrekord gebrochen. Ach, wirklich? Woher weißt du das? Ich bin der Preisrichter des Reisemagazins. Du? Boris Bücherwurm? Ja, wir Preisrichter sind einfach überall. Mädels, es ist echt anstrengend, mit euch mitzuhalten. Mein Dosenstapel? Haben wir damit den Rekord gebrochen? Nein, deine Sprünge mit dem Pogo-Stick. Ich habe mitgezählt, seit ich dich damit gesehen habe. Und sieh her, dein Hüpfometer bestätigt es. Du hast 10 Sprünge an einem Stück mehr als der vorherige Rekordhalter. Ja! Herzlichen Glückwunsch, Herr Bärchen. Die Mädels haben eine Traumreise für dich gewonnen, wo immer du auch hin willst. Mir fehlen die Worte. Ich bin so erleichtert, dass sie nicht diese Krackelwackele... Wie nochmal? Krackelwackelzappelitis. Hier steht's in meinem medizinischen Buch. Krackel was? Oh, Herr Oppelius, das ist kein medizinisches Buch, sondern ein Witzbuch. Bitte was? Ja, das ist ein Witzbuch mit erfundenen komischen Krankheiten und Wehwehchen. Das ist ja... Das tut mir leid, da habe ich mich wohl lächerlich gemacht. Keine Sorge, Herr Oppelius. Es ist ja alles gut gegangen. Und da mein Früchteturm auf dem Boden liegt, möchte ich euch alle zu mir einladen, Herrn Bärchens Urlaub zu feiern mit einer riesengroßen Portion Erdbeersoufflé.